verdampt. Ja. Oh, sorry, dat mag niet meer. Sorry, sorry. Nee, nee. Oh, oh, over, over, over. Ik doe er nog wel. Zo, ja. Herzlich willkommen. Wir sind die Jungs von Nullpunkt. Ja, kotzt mir an. Und wir beschäftigen uns heute wieder mit unserer Quarantänesituation in Zeiten des Coronavirus. Ja. Wie geht's dir denn? Lukas, ich habe von Anfang an gesagt, es wird Ärger. Die Einschränkungen, es wird da mehr drauf geschaut. Ja. Es sind Strafen eingeführt worden. Also es ist zum Beispiel so, dass du bis zu 3.600 Euro Strafe zahlst, wenn du ein Lokal besuchst, das eigentlich geschlossen hat. Ja, aber die Sache ist für mich persönlich die, wir wohnen ja beide in Graz. Steiger! Und sagen wir uns ehrlich, es hat gar nichts offen. Das heißt, uns betrifft das nicht. Ich kenne ein paar Geschichten aus Wien, aber wir können da jetzt nicht wirklich daran teilnehmen. Ja, aber ich meine nur generell, weißt, also wo geht der Trend hin? Der Trend geht eindeutig dorthin, dass man uns zu Hause sehen will, ja. Außer man geht halt arbeiten, Lebensmittel einkaufen oder zur Apotheke. Oder man hilft jemandem. Oder man betätigt sich sportlich, beziehungsweise vertritt sich die Füße, so wie der Sebastian es gern sagt. Danke vielmals, Ihnen auch alles Gute. Die Füße vertreten, ja. Aber ich darf jetzt keinen Ausflug machen. Darf ich in die Obersteiermark fahren, spazieren gehen? Oder darf ich es nur da in meiner unmittelbaren Umgebung? Ich glaube, du dürftest in die Obersteiermark fahren. Du darfst halt dann dort mit keinem Kontakt haben. Ich glaube, dass das nicht gern gesehen wird. Und ich glaube, dass das bald kontrolliert wird, wenn es nicht schon kontrolliert wird, dass du ja ein Ausweis sagen musst. Und dann gehen sie hin. Was tun sie da? Herumstehen und sitzen in Gruppen ist nicht gestattet. Wir suchen sie, sich zu entfernen. Sollten sie dieser Aufforderung nicht nachkommen, werden sie zur Anzeige gebracht. Ich meine, ihr habt das in den Anfängen, das ist schon wieder eine Woche oder mehr her, ich glaube, das war letztes Wochenende, da habe ich das schon gemerkt, beim Augarten in Graz war es halt so, dass es ist jemand an der Mur gesessen, da wo man halt definitiv gemerkt hat, der chillt da jetzt einfach. Und rund um ihn sind drei Polizisten gestanden und haben auf ihm eingeredet. Und ich habe einfach da gedacht, ja. Sag einmal, bist du vollkommen da will ich halt nicht gern Polizist sein, weil das ist einfach die Arschhocken schlechthin, weil der sitzt allein dort kam was. Rund um dumm sind lauter Leute, die spazieren gehen, halt meistens zu zweit und fertig aus. Und es ist nichts passiert. Und ich wollte echt zu ihm sagen, hey, komm, steh auf, es gibt da nichts zum diskutieren jetzt. Er soll einfach aufstehen, soll sich kurz woanders hinbewegen, dann sind die Kiewerer weg und soll sie wieder hinsetzen. Neben finanzieller Unterstützung geht es in diesen... Man sollte sich nicht in eine Diskussion verwickeln. Aber dann kommen wir gleich eigentlich zum nächsten, wo man sagt, ja, welche Möglichkeiten gibt es, dass man sie nicht in eine Diskussion verwickeln lässt. Ich zum Beispiel gehe nur mehr einkaufen. Ich habe schon so viel Blödsinn daheim, ich habe schon so viel Geld ausgegeben. Ich gehe einkaufen, weil jedes Mal, wenn du einen Sack in der Hand hast, wird man nicht gefragt, wo man hingeht. Einfach mit dem Sackerl rausgehen, ja. Ich bin einkaufen. Es hat mich ein bisschen an den Bockhaar erinnert, ja. Die Szene, der den Film kennt, weißt du, was ich meine, ja? Ja, Jesus, Herr Doktor. Was ist? Sind Sie bei der Straßenreinigung? Ich als Jod, sind Sie mir schon, gell? Ja, was brauchen Sie sonst, das Klumpert? Vorsichtsmaßnahme, Herr Bockhaar. Mich fordert kein. Es Armen zum Aufwaschen, für jeder glaubt die Wasche. Ich würde als Tipp geben, nehmt ein Sackerl in die Hand. Aber vor allem eins aus Papier, wo man nicht so einfach sieht, dass da was drinnen ist, oder nicht? Und einfach mit dem Sackerl so durch die Gegend gehen. Das ist das beste Alibi, was man haben kann. The secret ingredient is crime. Also das wäre jetzt mal mein Tipp. Hast du noch einen Tipp? Mir ist am Anfang der Corona-Krise gleich was eingefallen. Jeder hat jetzt das daheim. Ja. Und mir ist eine relativ einfache Art und Weise eingefallen, wie man sie vor spuckenden Menschen schützen kann. Und ich weiß, es bringt nichts, wenn man eine Maske trägt, wenn man es selber nicht hat. Aber ich habe das witzigerweise jetzt schon zwei, dreimal beim Putzen in der eigenen Wohnung verwendet, weil es so gut ist. Man nimmt einfach drei Stück von denen. Ja, so. Und dann schnappt man sie einfach so zwei so Gummis. Und dann... Jetzt bin ich gespannt. Legt man das so rein
dass sie so drin hängen. Oh, das ist gerade wahnsinnig gut. So. Und dann, jetzt kommt der Burner. Jetzt kommt der absolute Burner. Jetzt hast du es so und jetzt fällst du es einfach so zusammen. So, dass die inneren Seiten so sind und dann hältst du es einfach so hin. Zack. Zack. Es haltet ja wirklich. Es haltet. Und es ist alles verdeckt. Wow. Mhm. Und das Ding ist das, es schaut relativ gut aus und jeder hat das Zeug daheim. Also solche Gummis, gell, sowas hast. Da machst du es dann an Faden, ja, oder was auch immer. Hast du nicht Angst, dass du einen in die Fresse kriegst, wenn du draußen so mal dumm rennst? I'm a pioneer. I'm an explorer. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich genieße gerade diese Quarantäne ein bisschen, weil die einzigen Sachen, die ich im Moment machen will, lassen sich auf einer Hand und drei Fingern abzählen. Und das ist halt einfach einen Ausflug machen, zum Beispiel irgendwo hin zu einem See oder irgendwo hin von Grillen. Der Schinken und der Speck und die Salzstangen. Mich mit Freunden treffen, beziehungsweise die Sendung gemeinsam machen, wo wir am selben Ort sind. Es ist passiert, es war ein guter Tag. Es ist alles. Und die Familie sehen. Das sind ja die drei Sachen, die ich machen will. Alles andere, ich habe super Erfahrungen mit der Heimarbeiten. Ich genieße, dass ich nicht oft einkaufen gehen muss. Und ich mache im Moment mehr Sport als davor. Mir geht es ja trotzdem ums Prinzip. Ja, mir ist es zu ernst. Aber nochmal, also wenn wir, also nochmal, dass wir das klarstellen, ja. Was jetzt, wir rufen jetzt nicht auf, rauszustürmen und unvorsichtig zu sein, ja. Mir geht es ja eigentlich nur darum, so im Prinzip, dass, ja, ein bisschen um die Freiheit. Ganz einfach, ja. Deswegen, an Abstand kann man schon auch halten, oder dass man sich nicht ständig ins Gesicht greift, vor allem, wenn man draußen ist. Ja? Deswegen habe ich noch einen Tipp für Raucher. Naja, wenn du draußen bist, ja, und du rauchst und du dich ständig ins Gesicht greifst, ja. Ideal. Ja, das ist ideal. Schaust vielleicht ein bisschen aus wie ein Junkie, aber... Bisschen, ja. Oder man kann ja eine Pinzette nehmen. Oder so ein Zahnstocher. Geht natürlich, ja. Aber grundsätzlich kann man sagen, uns geht's jetzt nicht so schlecht. Bei dir ist es halt ein bisschen mit, ich sage mal, der Gedanke der Freiheit, der sitzt ein bisschen im Nacken. Ja, man braucht nur den immer ganz anschauen. Oh, sorry, das mag nicht mehr. Sorry. Nee. Over. Ik wil nog wel. Zo, ja. Erg, zo gewoon. Impfpflicht, Lukas. Wenn eine Impfpflicht kommt, ich verspreche es dir, ich lasse mich nicht impfen. Ja, Wie ändert es, dass du deine Nachbarn draußen dann anschwärzt? Der war draußen, der hat sich mit dem getroffen. Oder wer hat den Virus, wer nicht? Wer ist getestet und wer nicht? Dann kann man gleich Armschleifen erfinden. Ja, gute Idee. Der eine hat Corona, der andere nicht. Einen gelben Stern zum Beispiel. Oder so einen gelben Ball. Einen gelben Ball mit lauter Stacheln. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde jetzt gleich mal das Video von uns verlinken zur Impfpflicht. Kann ich mein Kind gegen Dummheit impfen? Ja, bitte gerne. Da haben wir ganz anders drüber geredet. Ich meine, es ist halt auch wieder so, was heißt, wenn man es halt macht, wenn man eine Pflicht einführt, dann ist es halt irgendwann einmal weg. Das ist die Frage. Nein, aber ich bin gegen Verpflichtung. Gegen Verpflichtung. Ich lasse mich ganz sicher nicht impfen. Übrigens, es steht auch in Strafe, Entschuldigung, wenn du keine Daten rausgibst, bis zu, ich glaube auch so 3.000 Euro. Das bedeutet aber, du musst dich testen lassen. Was? Du musst dich testen lassen, ob du Corona hast, sonst zahlst du Strafe. Hab ich gelesen. In Dänemark? In Österreich. Alles klar. Das Ding ist, ich glaube, ich würde mich schon testen lassen. Ich würde mich aber, glaube ich, nicht so schnell impfen lassen. Weil ich würde mich auch testen lassen. Ich würde es aber nicht verpflichtend machen. Nein. Weißt du? Und vor allem, was mich auch stört, so an der ganzen Corona-Geschichte ist, wie jetzt Medien und vor allem Social Media damit umgehen. Das ist mir so aufgefallen bei Social Media, dass das schon wieder so ein links-rechts, so ein Schwarz-Weiß-Geschichte auftaucht ist. Die Leute, die draußen sind, regen sich auf, dass Leute draußen sind zum Beispiel.
Ja, kotzt mich an. Oder es regen sie Leute auf, es gibt kein Eis mehr beim Spar, weil sie hätten gerne Eis. Die Menschen leben einen relativ normalen Alltag natürlich hier Corona. Auch noch. Ja, oder allein diese Fake News-Geschichte. Der am lautesten schreit, dass er die Wahrheit kennt, Lukas, gerade den muss man am kritischsten beäugen. Und es kann nicht sein, dass in einer Demokratie die Meinungsfreiheit nicht zählt. Das ist das Wichtigste, das ist Meinungsfreiheit. Ja? Und wenn der Dr. Wolfgang Wodak, oder wie der Typ heißt, das so behauptet, ja, dann soll der nicht fertig gemacht werden, sondern es soll in einen Diskurs gehen. In Zeiten der Corona-Krise melden sich viele zu Wort. Nicht alle sind Experten, wie der Chef-Virologe der Berliner Charité, Christian Drosten. In seiner aktuellen Podcast-Folge zerlegt er die Aussagen des ehemaligen SPD-Politikers Wolfgang Wodak. Wodak, der Lungenarzt ist, sagt sinngemäß, dass es Coronaviren schon länger gegeben habe und diese nicht schlimmer seien als Grippeviren. Dann soll der eingeladen werden. Warum hat der die Meinung? Ja? Und nicht wie die Massenmedien berichten, das ist Fake News, pass auf, Fake News, vor allem Social Media Fake News, glaubt's nur uns. Ich meine, seien wir nicht best, das ist Propaganda. Ecken Sie im Freundeskreis an? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es doch Propaganda. Das ist wie früher die Propaganda, alle Kanäle, immer die gleiche Nachricht, permanent. Und man lässt keinen Diskurs zu. Und das regt mich auf. Das macht mir auch Angst. Weißt du, warum gibst du nicht mehr Meinungen? Ich verstehe es nicht. Ja? Das ist so wie früher bei Radio London. Das war Fake News. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie die Charité, die Bundesregierung oder aber Ihren Arsch, den Apotheker. Ja, okay, ich muss sagen, der Vergleich ist ein bisschen weit hergeholt, aber ich denke mal, die freuen sich gerade, die haben heute, haben sie wieder fest gebumpt, dass sie jetzt unter 10% Ansteckungen sind, als die Tage oder Wochen zuvor. Ich habe mir das gestern auch schon gedacht, eigentlich wäre es am gescheitersten, dass Leute wie wir sie einfach jetzt damit infizieren und dann auch immun sind. Wir hucken eh die ganze Zeit daheim. Hello, good evening and remain indoors. Well, it's between 600 and 750 days since the event. But that hasn't stopped those of us that survive from enjoying ourselves. Ja, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Wir werden nicht schwer krank werden. Dann darf man keine Angst haben, aber das ist ja schon wieder, ich denke, dass die Medien die Leute jetzt verunsichern. Vor allem gegeneinander aufhetzen. Ich merke das, man merkt das auf Social Media. Der Nachbar hat gelacht, der hat sich ein Leid eingeladen. Das sollte auf keinen Fall passieren. Ich meine, ganz ehrlich, ich krieg's nicht mit, ich bin da draußen, aber die Sache ist einfach die, was ich nicht wollen würde, ist, dass wir wirklich in so eine Stasi-Situation kommen, wo wir aufeinander aufpassen. Das ist das, was jetzt definitiv zu vermeiden gilt. Dass wir aufeinander schauen, ist was anderes, aber dass wir aufeinander aufpassen, das würde ich nicht wollen. Weil es einfach dann. Genau, von dem habe ich Angst. Du nimmst weil das da ist dann so wie früher. Einfahrt. Draußen rennt die Polizei um und der Nachbar passt auf die auf. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Heute ist der 29. März. Schauen wir, wie das dann bei unserem nächsten Video oder bei unserem nächsten, was auch immer jetzt dann ausschaut. Ich würde sagen, meine Prognose wäre, dass sie die infizierten Zahlen... Die Infizierten alle in der Lager. Also nein, das ist schon wieder das von damals. Entschuldigung. Und ich würde alle diese Leute, die hier aufgegriffen werden, an einem Ort in Quarantäne nehmen. Ja? Natürlich mit dem Versuch, sie so rasch wie möglich dorthin zu verbringen, wo sie den Boden des europäischen Territoriums betreten haben. Auf was ich mich jetzt bald freue, ist, dass auch die genesenen Zahlen steigen werden. Und die genesenen Zahlen? Was? Genesenen. Also die Leute, die es gehabt haben und wieder in Freiheit sind. Ich glaube, dass es bald eine Lockerung der Maßnahmen geben wird, weil sonst die Wirtschaft komplett wegbrechen wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass es die Risikogruppe. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Boris, happy birthday to you. Alte weiße Männer, bei denen werden die Maßnahmen aufrecht bleiben, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es Mitte April, Ende April, Anfang Mai. Wird es Lockerungen geben? Bin ich mir sicher. Also unbedingt muss sein. Du kannst,
Das sind ja, du denkst an uns zwar und an dein Umfeld, aber denk dran, du sitzt irgendwo in einer Großstadt mit drei Kindern im Erdgeschoss und die Spielplätze sind geschlossen und die Parks sind geschlossen. Und manche sind, es sind nicht alle so lustig, wenn sie sich einen Ansaufen da haben. Der Arsch, der 14. der Scherbogel! Ich bin mitten in der Nacht. Dann kommen wir nur ganz kurz zu deiner Prognose. Was glaubst du, was wird bis Mai passieren? Oder was glaubst du, was passieren könnte? Meine Befürchtung ist, dass es immer strenger wird. Immer strenger. Es werden Gesetze beschlossen hinter unserem Rücken, weil man kann nicht auf die Straßen gehen und demonstrieren. Es ist ja verboten. Das stimmt, ja. Es werden sich die zwei Lager noch weiter auseinander treiben mit ich bin ja so ein Gutmensch, Hashtag ich bleib zu Hause, ja, so wie die A bis D Promis, ich kotze mich an. Die ganze Welt wird sich verändern. Das ist unser nächstes 9-11, was wir hier gerade haben. Das ist eine Geschichte, die uns weltweit verändern wird. Ja, und dass die häusliche Gewalt hochgehen wird, dass die Leute deprimiert sein werden zu Hause, ja, und dass das eskalieren kann. Ja. Das befürchte ich. Und deswegen auch nochmal ganz kurz dieser Hashtag, ja, zu Hause bleiben. Ich habe einen anderen Hashtag. Halt einen Meter Abstand oder doch lieber zwei. Per il Coronavirus. Oh yes. Che meraviglia. Ja, sicher, ich habe schon verstanden. Ja, man muss den anderen jetzt, man muss nicht weit spucken. Man muss jetzt nicht aus dem Fenster spucken und schauen, ob man ihn trifft. Ja? Bisschen cooler damit umgehen. Ja? Also diese Hysterie. Ich denke, die Massenmedien machen die Leute verrückt. Und jetzt schauen sie mit allen Mitteln, dass ja keine anderen Meinungen hochkeimen. Das wird sofort als Fake News und als Lüge bezeichnet. Also das finde ich ganz falsch. Medial, buh. Eigentlich wollte ich heute ein Video machen zur dunklen Energie. Aber das Coronavirus hat natürlich alles auf den Kopf gestellt. Und da geht es um was ganz anderes, nämlich was unsere Gesellschaft auseinandertreibt. Auf der einen Seite einschneidende Quarantänemaßnahmen, auf der anderen Seite Meldungen, das sei alles nur Hysterie. Wenn man draußen ist, sollte man nicht vergessen, die Hände zu waschen, wenn man wieder drinnen ist. Und das Wichtigste ist, man muss es merken, dass man sich die Hände gewaschen hat. Weil der Moment ist, haben wir vorher die Hände gewaschen? Am besten mitschreiben, Listen führen oder so. So kleine Striche auf dem Oberarm machen. Wenn man sich die Hände gewaschen hat. Wir geben den Menschen auf jeden Fall Hoffnung und machen weiterhin unsere Videos in Quarantäne. Herzlichen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Wir würden uns um ein kostenfreies Abo von euch freuen, sowie auch Daumen hoch, und ihr könnt uns eure Prognose auch gerne in die Kommentare schreiben, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Alles Gute. Alles Gute. Und auf Wiederschauen. Lasst euch nichts gefallen. Man sollte das nicht unkommentiert lassen. Alles Gute.